Wir befinden uns in Lukas Kapitel 16. Lukas Kapitel 16 beginnt wieder damit, dass Jesus ein Gleichnis erzählt. Und dieses Gleichnis ist das Gleichnis vom ungerechten Haushalter. Das ist Leonard. Leonard hat eine Firma und ist sehr reich. Das ist Mike, einer seiner Angestellten. Er verwaltet Leonards Finanzen. Eines Tages erfährt Leonard, dass Mike schlecht mit seinem Geld umgeht. Er kauft sich Luxusgegenstände und bezahlt sie mit Firmengeld. Also ruft Leonard Mike zu sich und feuert ihn. Mike überlegt, was er jetzt machen soll. Er kennt ein paar Leute, die Leonard noch Geld schulden. Also geht er zu ihnen und gibt ihnen einen neuen Schuldschein, auf dem ein kleinerer Betrag steht. So hat Mike Freunde, die ihm etwas schulden und ihm weiterhelfen können, wenn er arbeitslos ist. Jesus wollte seinen Zuhörern damit zeigen, dass sie weise mit ihrem Geld umgehen sollen. Sie sollten es nicht für sich selbst benutzen, sondern für andere, denn es ist wichtiger, Freunde zu haben als Besitz. Anschließend erzählt Jesus ein weiteres Gleichnis. Und das ist das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus, und das seht ihr als Bibelcartoon. Das ist Mike. Mike hat eine Firma, mit der er sehr viel Geld verdient. Er kann sich alles leisten. Er hat ein großes Haus, einen Pool, ein teures Auto und immer die neueste Technik. Und das ist Lazarus. Lazarus ist nicht so reich wie Mike. Er ist krank und arm. Er hat nicht mal ein Zelt, in dem er schlafen kann. Deswegen muss er auf der Straße vor Mikes Haus schlafen. Aus den Mülltonnen von Mike kann er sich ab und zu ein paar Abfälle nehmen, um nicht verhungern zu müssen. Irgendwann sterben Mike und Lazarus, kurz nacheinander. Mike wacht nach seinem Tod an einem Ort auf, an dem er große Schmerzen erleiden muss. Es ist unerträglich heiß dort. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Von dort sieht er Lazarus weit entfernt. Lazarus ist an einem Ort, an dem es wunderschön ist. Die Bibel nennt diesen Ort Himmel. Mike ruft nach Hilfe, aber zwischen der Hölle und dem Himmel ist ein tiefer Graben, über den keiner hinüberkommt. Nicht mal einen Schluck Wasser gegen die Hitze kann Mike bekommen. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Leuten zu zeigen, dass der ganze Reichtum, den man auf der Welt ansammeln kann, einem nach dem Tod nichts mehr nützt. Wichtiger ist es, ob man nach dem Tod in den Himmel oder in die Hölle kommt. Das war Lukas Kapitel 16. Ciao, ciao, wir sehen uns im nächsten Video.